Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute habe ich mir einen Panzer rausgesucht, den ich schon länger nicht mehr gespielt habe, den Stingray 2 in der wunderschönen Shark-Lackierung. Mission ist Prometheus, ein feindliches Transportschiff mit nuklearen Sprengköpfen, ist bei einer Militäroperation auf Grund gelaufen. Die Schwarze Kompanie muss die Raketen bergen und auf die andere Seite der Insel bringen, wo ein Boot auf sie wartet. Wenn die Bergung nicht gelingt, wird der Gegner alles zerstören, so lautet der Befehl des feindlichen Kommandos. Ja, da schauen wir mal, was wir reißen können. Ihr seht, ich habe vergessen, hier mir die zusätzliche Ding mitzunehmen, also die, oh Gott, mir fällt der Name gerade ein. Das zusätzliche Set, womit man sich wieder munitionieren kann, aber natürlich auch viel wichtiger, wieder reparieren kann. Das ist jetzt nicht dabei, also da muss ich heute ein bisschen aufpassen. Dementsprechend will ich jetzt nicht ganz die Vorhut machen, sondern ich werde mich mal meinem Team so ein bisschen anschließen. PvE Feldreparaturset. Kaum denkt man nicht mehr dran, fällt es einem auch wieder ein. So, aber jetzt, Junge, jetzt will ich da auch was haben. Da bekommt PZH 2000 gleich meinen ersten Trefferchen. So, ich guck hier mal so ums Eck. Okay, das geht noch ganz gut. So, aufpassen, der macht nämlich auch Schaden. Ah, der ist so schön agil einfach. Hau der jetzt ab, oder was? Muss ich echt aufpassen. Er trifft mich nämlich auch schon ganz gut. Ich lade doch schneller, oder? Ich lade schneller. Jo, passt. Und abgestaubt. So, da schießt schon immer eine Arti fleißig. Aber der Panzer, der Stingray 2, der ist einfach cool. So, was macht denn der VFM5 da? Ist der AFK oder was? Interessant für einen PvE-Gegner. Dass der so gar nicht spielt. Ah, da merkt er, dass er beschossen wird. Oh, schlecht abgeprallt. Komm, macht sie weg. Ich will nicht, dass er nochmal einen auf mich. Oh, der war interessant. Aber dann nehme ich ihn halt selbst raus. Ja, schon wieder 700 Hitpoints weniger als zu Beginn. Das alte Leid. Oh, was macht denn der BMD4 da drüben? Oh, Wahnsinn. Einfach hier so rumcruisen. Die Hubschrauber müsste man natürlich auch noch machen, aber da haben wir noch 7 Minuten 20 für. Zwei sind ja schon zerstört. Ja, wie gesagt, ich muss echt mich ein bisschen zügeln. Ich kenne mich ja in der Form, dass ich weiß, wie ich spiele und wie aggressiv ich eigentlich fahre. Und besonders gegen den Abrams habe ich jetzt gar keinen Bock drauf zu bestehen. Ja. Erstmal hier so ein bisschen jetzt weg von der Masse der Gegner. Ach, aus der Hüfte geschossen. Nicht geklappt. Aber guckt euch das mal an, was da alles ist. Er guckt auf mich, er guckt auf mich. Aber da, wie gesagt, wir spielen jetzt ein bisschen smarter. Wo ist denn mein Team? Mach doch mal den Pisser da weg. So, hier durchwurschteln Richtung Abrams. Wow. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da.
Jetzt, so mag ich das. Immer schön sneaky rein. Zack. Oh, oh. Leo. Der hat mich schon auf dem Kicker. Ja, ist klar, mein Freund. Aber jetzt, jetzt will er mich nicht mehr. Jetzt läuft's richtig, so wie es laufen soll. Und abgestaubt. Abgestaubert. Oh, oh, oh. T80 optimized. Direkt optimiert einen in die Seite. Nochmal ein. Und da explodiert er. Da geht er in seinem Rauch auf. So. Das war nicht so smart von dem LRV. So auf den Gegner drauf zu fahren. Aber das hätte auch ich sein können. So, der ist auch raus. Oh, Expeditionspanzer. Der macht auch guten Schaden. Aber ich kann ihn abstauben. So ist das. Feini. Ja, er hat Feini gesagt. Ich weiß, ich weiß. Einige werden gleich den Kopf schütteln und sich denken, was ist denn jetzt los mit ihm? Aber das hier, der ist immer noch voll, ey. Auch voll. Dass die Leute es immer so schaffen, so ihre Hitpoints zu behalten. Was macht er denn da jetzt? Ja, dachte ich mir doch, dass wir dann den Punkt mal... Die Jungs sollten da jetzt einfach mal hinfahren. Ich will jetzt auch natürlich nicht zu sehr offensiv dahin. Aber ich kann natürlich da jetzt auch noch ein bisschen was an Hitpoints abklamüsern. Ich habe jetzt echt keinen Bock mit meinen Hitpoints da hier die Person zu sein, die da hinfahrt. Steht da echt nicht gut. Nein, ich dachte, er dreht jetzt den Turm, das klappt. Nein. Da sind es auch wieder welche. Ja, da jetzt komme ich drauf, wo ich drauf kommen wollte. Ist klar, mein Freund, ist klar. Oh, jetzt wird es hier nochmal... Huchuhuhu, wird's jetzt hier viel. Ach, gibt's doch nicht. Ich bin auch gleich leer geschossen. Dann wird es natürlich durchaus interessant, wenn ich so leer bin. Also von dem her. Ziel identifiziert.
3 Granaten. Arti. Oh, jetzt werde ich es auch nicht mehr lang machen, aber wie gesagt, jetzt geht es auch nicht mehr darum. Arti, von hinten. So, letzte Granate für mich. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, dass das nicht mehr lang gut geht, aber ich glaube, ich habe echt alles getan, was irgendwo zu tun war. Team hätte von unten auch mal mitkommen können, aber jetzt haben sie sich dann da unten festgespielt. Ich denke aber, das sollte immer noch klappen. Noch 10 Sekunden verteidigen. Der BMD, der ist aber auch schon kurz vor dem Exitus. Und dann nimmt auch ihn die Arti raus. Ja, aber da ist die Runde beendet. Ich hätte natürlich auch auf die Zeit spielen können und da ist nicht mehr rein. Aber ich wollte es da halt einfach noch am Ende alle Granaten ins Ziel bringen. Und das hat ja funktioniert. Und wir wurden mit dem Sieg belohnt. So soll es doch sein. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, was da am Ende des Tages rauskommt. Komm schon. Das dauert mittlerweile echt ewig hier, dieses Fenster mit dem Sieg, bis das da weggeblinkt ist. So, und ich glaube, das war eine gute Runde. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Das ist jetzt auch immer das hier. Ich weiß auch nicht, was das jetzt wieder ist. Armored Warfare spinnt zurzeit einfach so ein bisschen. Mal Soundprobleme, mal hier dieses Ladeproblem. Da muss man jetzt immer erst hier oben rein und kann sich dann den Sieg angucken. Und wir sehen 15.000 Schaden gemacht, 11 Kills. Also da lief es gut, aber leider den ersten Platz knapp verpasst. Denn auch der Merkaba, der war fleißig mit 15.000 Schaden. Der Challenger 1, da habe ich mir schon fast gedacht, der war so ein bisschen, ja, meh, würde ich sagen, aber ein gutes Ergebnis eingefahren. Das war wirklich sensationell. Daher bedanke ich mich. Hoffe, der Shark hat so ein bisschen zubeißen können und ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.